Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und wir willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der NF-Marsch am Mittwoch. So, ich habe mir jetzt gerade schon gedacht, ob ich nicht hier gleich bei dem anderen Vorgewende da noch ein paar Bahnen fahre und ob ich hier jetzt gleich den normalen Helfer einsetze. Ich glaube, jetzt die Woche die ganze Zeit hier im Ruder sitzen möchte ich eigentlich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir hier noch irgendwas anderes noch hier mit dem Dingsbums hier, sag schnell, ne? Produktion, genau. Okay, da ist nix. Da ist auch alles. Ja, das Schöne ist, ne, Flaschen verteilen und so weiter, alles gut und schön. Wird aber ja nicht funktionieren, weil es weil eine Produktion ja stockt, weil wir ja keine Kirschen Pfirsich hier kriegen. Was man aber tatsächlich noch machen könnte, ich mache das jetzt einfach auch mal, einfach nur damit das vielleicht auch noch mal anläuft. Das ist natürlich jetzt doof, weil warum? Oder ist das jetzt hier? Verstehe jetzt nicht so ganz. Weil jetzt haben wir dann natürlich wieder, weil die Flaschen fehlen. Ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt daran gelegen hat, dass jetzt hier die beiden Sachen jetzt noch aus waren. Dass denn hier die Glasfabrik das denn nicht verteilt hat. Weil es steht ja definitiv auf Verteilen. Und Glasscheiben steht auch auf Verteilen, also das müsste denn normalerweise eigentlich ja zum Tischler. Kommt hier auch nicht an. Weil das jetzt auch nicht aktiv ist, weil das wäre jetzt ein bisschen blöde. Na gut, ist im Endeffekt ja eigentlich auch richtig, aber da können wir natürlich nichts dran ändern, ne? Das ist ja. Ich merke jetzt auch gerade, das wird schon wieder langsam dunkel. Man bringt jetzt auch nichts, ne?
Guck noch mal bei den Tierchen rein. Oh. Okay. Das ist auch in Ordnung. Bei den Schweinchen ist auch in Ordnung. Tja. Sich hier noch irgendwas getan? Nö. Sollen wir sie jetzt auch wieder hier, diese Spirenzchen, oder? Sollen wir dich mal eben beobachten? Jetzt hat es funktioniert. Dauert aber auch, bis jetzt das Ding übergeladen hat, ne? Ich weiß nicht, wo jetzt der Unterschied ist, den ich auf der Südthermal habe. Weil ich meine, der hier, den ich jetzt hier habe, der ist, glaube ich, von Feed, glaube ich. Aus dem Pack ist der nicht. Oh, das ist hier. Oh, siehst du, und den haben wir. Mag wahrscheinlich sein, dass ich hier den hier raus habe, den ich auf der Südhermann benutze. Das kann natürlich möglich sein. Achso, genau, was ich gestern noch eigentlich erzählen wollte, war aber leider eben die Zeit ja schon zu Ende. Das heißt, ich bin jetzt noch aktuell hier am Mittwoch, den 23. am Aufnehmen. Ich habe jetzt heute Morgen noch ein Video gesehen, das kam aber gestern Abend noch raus, von dem lieben Randy vom Kornhauptkanal. Grüße gehen raus. Will er eh nicht sehen, aber ist egal. Auf jeden Fall hat er da noch eben ein Gameplay-Video noch eben vorgestellt, was er gemacht hat, wo er bei Giants war. Von dem neuen LS-Teil, also vom 25er. Ich meine, da er sagte auch noch, man kommt nicht auf die Karte, man kann die Minimap, also wie wir sie hier unten ja auch haben, gab es nicht und ne. War natürlich für ihn in dem Moment ein bisschen doof, weil man konnte sich schlecht ein bisschen orientieren. Ich meine, wenn man auch so wie ich eine Orientierung wie eine Bockwurst hat, ist das natürlich dann ein bisschen doof. Also ich hätte mich da wahrscheinlich ohne Karte auch richtig doof angestellt, weil natürlich irgendwo auf einer fremden Map rumfährst, ist natürlich klar. Das ist dann schwierig. Aber ich muss auch sagen, es ist, was man da nun so gesehen hat, erstmal eine schöne Karte. Ist sehr verwinkelt, man hat viele Ecken und Kanten und so, wo jetzt, ne, was ist und ja. Ich bin da echt gespannt drauf, was da kommt. Also wirklich, wie und wie das nachher aussieht. Und also ich bin da schon echt.
Also ich kann bei mir Steam aufmachen und kann da reingucken, da steht schon 25 oder ne, Landwirtschaftssimulator 25. Und dann, wenn du draufklickst, es steht da immer noch nicht, ne? Installieren. Schade, schade eigentlich, aber. Aber das war auch wieder schön anzusehen und mal gut, man hat jetzt so im Großen und Ganzen jetzt nicht irgendwie was. Also er hat auch so ein bisschen den Verkehr provoziert. Hat er zwar jetzt so nicht gesagt, aber er hat es so ein bisschen angedeutet. Ich meine, so jetzt im ersten Moment könnte ich jetzt nicht irgendwie feststellen, dass er jetzt besser ist. Wird sich wahrscheinlich dann auch erst dann zeigen, wenn das Spiel draußen ist, ne? Aber das ist auch wieder etwas, das ist. Ah, ja. Obwohl es normalerweise eigentlich auch am Anfang vom 22er der Verkehr auch nicht so extrem war. Also auf den Standardkarten. Er wurde mehr oder weniger auf den Modkarten. Ich denke mal, dass da sind auch. Da können die Modder wahrscheinlich auch noch ein bisschen was machen. Ich weiß es nicht. Ich sag's jetzt einfach nur mal so. Weil ich habe da hier keine Ahnung von. Also mir ist es nämlich auch so aufgefallen, auf einigen Karten, da ist der Verkehr so aggro. Weil er hält ja nicht an und prescht so in dich rein, ne? Und da habe ich jetzt auch bei dem Gameplay, was der Randy gezeigt hatte, der Verkehr hält wirklich frühzeitig an, wenn er, dass er, ne, also der im Endeffekt sieht er dich sehr, sehr früh. So, jetzt machen wir dasselbe nochmal wie vorhin, beziehungsweise gestern, vorgestern. Stelle ich mich nämlich auch hier in der Reihe hin. Röhrchen raus. Mal gucken, ob er denn auch jetzt wieder so komisch hierher fährt und, ne? Oh, der Lexion ist fertig. War das jetzt die Lexion? Hatte der jetzt die Mission oder? Ne, ich glaube nicht, dass er. Ne, der hat ja nicht die Mission, ne? Der war, glaube ich, auf der 19, meine ich. Ja. Der hat heute irgendein Problem. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet. Einmal wirklich ganz, ganz kurz die Plane dazu gemacht und wieder aufgemacht. Also er hat irgendwie ein Problem, wenn er hinten umgedreht hat und den Punkt wahrscheinlich zu finden. Ich weiß es nicht. Komisch, komisch. Aber der Anhänger ist gleich full. Was ist denn jetzt hier in meiner Liste hier? Wo ist er denn? Da. Ja, ist cool. Fliege, hau ab, geh woanders spielen. So, wir setzen wieder an in der Reihe. Ich sehe auch gerade, wir haben das mit der Zeit auch geschafft. Dann würde ich sagen, war es halt erstmal an der Stelle. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zugucken und gerne, gerne morgen wieder reingucken. Haut rein!
Bis dahin. Ciao, ciao.